Moin Leute, David hier. Wir spielen eine Runde Zufallsmission auf Brutal. Ich spiele Nova, ich habe voll Bock auf Nova. Allerdings habe ich noch viel, viel mehr Bock auf Phoenix. Ihr habt doch oben mein neues Porträt gesehen. Ich habe jetzt erstmal Phoenix genommen. Er wird unser neuer Commander. Seit gestern wissen wir das. Ja, seit Montag. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade. Vielleicht ist dann auch schon Mittwoch. Also seit Montag wissen wir, dass es Phoenix wird. Phoenix sieht super interessant aus. Ich bin mega gehypt für ihn. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf. Wir spielen Schloss und Riegel. Ja, das ist eine Map und ich bin auch eigentlich ganz zufrieden mit der Map und vor allem auch mit meinem Mitstreiter. Es ist Vorasun. Abhängig davon, wie gut unser Vorasun ist, können wir diese Map easy peasy clean. Denn wir haben hier dunkle Pylonen, können hin und her gewarpt werden. Er kann hin und her warpen, ich kann hin und her warpen. Das müssen wir eigentlich ohne Probleme, auch ohne Death schaffen. Super, super gut. Ich spiele immer sehr, sehr gerne mit Vorasun, weil die einfach, ja, einfach so ein übermäßig geiler Commander ist. Ich will hier mal, ich probiere mal erst mein Command Center zu bauen und dann meine Marines. Ich habe gelesen, einige machen das auf dieser Map. Ich muss mal gucken. Dann kann man nämlich schneller WBFs produzieren, kann dann auch viel, viel schneller sehr, sehr viel mehr Minereien haben und dann sehr viel mehr mit Airstrikes arbeiten. Auf dieser Map ist es super geil, weil die meisten Gegner stehen oben auf Rampen. Das heißt, wenn ihr dann mit Nova Stealth Mode da reingeht und ja, da oben erstmal diese Sabotagedrohne da reinhaut und dann mit dem Airstrike noch hinterherhaut, dann könnt ihr in der Regel mal ganz leicht hochgehen mit wenig Einheiten, kaum Verluste. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was unser Gegner-Komp ist. Manche Gegner sind hier einfach ein bisschen schwerer als andere, manche sind ein bisschen nerviger als andere. Am nervigsten hier sind sowieso wieder Terraner, weil die mit ihren Ravens und Science-Vessels ständig diese blöden Schlösser angreifen und dann da auch ganz gerne mal in unsere Minereienlinien fliegen, die Ravens. Das ist super, super nervig. Ich hasse es, auf dieser Map gegen Terraner zu spielen. Aber gut. Ja, mit Nova dann oben das erste Schloss erstmal soweit freihalten und dann hier unsere Basis nehmen. Und dann könnte es eigentlich auch ganz gut ausgehen. Vorasun hat ja zwei starke Builds, Dunkle Templar Khorsan oder Void Wraith, wobei Dunkle Templar Khorsan stärker ist. Bin gespannt, worauf mein Mitstreiter hier geht. Die meisten Vorasun-Spieler gehen tatsächlich auf Void Wraith wieder. Das war früher schon mal richtig, richtig oft. Seit dem Nerf von Emergency Recall und sowas waren Void Wraiths dann auch wieder so ein bisschen beliebt. Das sind halt auch, ich sag mal, ein bisschen microintensiver, aber an sich leichter zu spielen. Ich tag jetzt also hier erstmal ein bisschen hoch. Natürlich verzögere ich meine Marines damit noch weiter, aber ich will hier möglichst große Auswahl haben an Einheiten. Gerade wenn man gegen Skytoss oder Skytaren spielt, dann ist es super wichtig, dass man Goliaths und Liberator hat, weil man ansonsten echt seine Bio-Armee super, super schnell verliert. Das heißt, hier sau wichtig, dann halt hochzutecken. Und ja, eigentlich alles ziemlich einfach auf Nova. Nova ist ja nie wirklich kompliziert. Man muss halt nur die richtigen Einheiten gegen den richtigen Komp wählen. Ja. Phoenix ist übrigens dann genauso. Oh, ich freue mich so auf den. Das wird mal ein richtig cooler Protoss. So, jetzt warte ich auf meine Marines. Mein Hauptgebäude ist auch dann bald fertig und dann wollen wir natürlich auch die Marines haben. So, und dann ist ja schon mal damit unsere Steine. Nova ist auch fertig. Nova nehme ich aber jetzt nicht hier hin. Und dann wollen wir da oben den Stein unter Druck setzen. Das könnt ihr mit Nova mal ganz gut machen. Ach, Terraner. Das war schon der erste Shot. Und das sind Sky Terrans. Das seht ihr daran, dass hier im Hintergrund Vikings sind. Meine Fresse, das wird ja richtig ätzend. Na gut, eigentlich nicht wirklich tragisch, muss man sagen. Ich zerstöre danach noch die Steine von meinem Mitstreiter. Dann natürlich auch hier so schnell wie möglich dann das Gas nehmen. Also wenn wir gegen Skytaren spielen, dann natürlich viele Liberator, viele Goliaths. Super wichtig. Das heißt, wir müssen dann auch gleich nach unseren Raumhafen setzen. Ja, das ist so nervig. Gut, mein Mitstreiter hat hier keine Einheiten gelassen. Er geht auch mit seiner dunklen Garde, geht er jetzt in die Gegner rein. Das heißt, er zerstört nicht seine Steine, was super schlecht einfach ist. Also, wir können jetzt schon sagen, dass unser Mitstreiter kein besonders guter Spieler ist. Leider kann man das echt oft so schnell schon einfach festhalten. Ja, schade. Kann ich auch mit Nova herkommen. Oh, Mann, ey. Dann sollte Nova herkommen, damit die nicht auch noch in meine Minereienlinie gehen.
Einfach super, super nervig. Dann kann Nova wieder nach oben, oder? Ja. Also mein Mitschalter könnte mal langsam jetzt auch mit mir das Schloss einnehmen. Da sind die Goliath-Upgrades. Ja, aber erstmal Raven Liberator. Bisschen wichtiger. Oh Mann, ey. Komm schon, produziere doch einfach mal ein paar Einheiten und komm zu mir. Ich habe einen Marine verloren, das ist Kacke. Ja, coole Upgrades noch hinterherziehen auf jeden Fall. Mann, kann der jetzt mal langsam mit mir das Schloss einnehmen? Das ist. Ah, er ist da. Oh Gott. Wir spielen gegen Sky Terran und er nimmt Stalker. Das ist doch Mist, ist das. Aktiviere Verteidigungsdrohne. Die Stalker sind einfach nicht stark genug. Ihr DPS ist furchtbar. Und gegen die Sky Terrans machen die nicht genug. Also sind einfach nicht gut genug, um es auf den Punkt zu bringen. Jo. Zumindest haben wir schon mal Einschuss eingenommen. Das kann ich abbrechen. Ich habe jetzt aus Versehen die Marodeur-Upgrades mitgezogen. Ja. Dann hole ich mir mal das zweite Schloss. Ja, also Terraner werden wirklich einfach mit jedem Patch, auch mit den ganzen Ninja-Patches, werden die nerviger. Mehr Science-Facets und den ganzen Kram, also einfach nur lässiger Kram. Ist wirklich uncool geworden, gegen Terraner zu spielen. Wir haben sehr viele Minereien, das hat also tatsächlich ganz gut funktioniert hier. Ich habe allerdings auch noch nicht wirklich viele Einheiten produziert. Ein bisschen Gas-Staff natürlich. Und dann ganz kurz warten. So, jetzt müsste einigermaßen gut getimt sein. Ja. Das heißt, jetzt ist nicht mehr viel übrig. Und dann haben wir das auch. Und so machen wir es jetzt auch einfach. Schloss für Schloss und machen uns das eben wirklich einfach leicht. Ghost oder ich nehme erstmal Ghouli jetzt. Die sind einfach einen Ticken besser gerade in dieser Situation. Ja, nochmal kurz kontrolliert, ja. Ach, ich zieh's mit. Die Minereien habe ich jetzt auch und dann kann ich zur Not auch mal Marodeure reinpacken. Ja. Bleib kurz hier. Die Problematik ist dadurch, dass er seine Basis so weit nach vorne gebaut hat, dass er natürlich hier einen kleinen Nachteil hat, weil seine Basis immer wieder harassed wird, auch vor allem von Ghosts. Ghosts sind ja hier auch immer sehr, sehr ganz gerne gesehen. So, hier war doch gerade ein roter Punkt, der kommt jetzt hierher. Also seine Armee ist wirklich klein. Baut viele Stalker, okay. Die dunklen Templar-Upgrades nicht. Oh, jetzt muss meine. Jetzt werden meine Ravens auch noch seine super schlechten Einheiten heilen. So, ich softe mit Nova erst wieder auf. Ich habe den Nuklearschlag. Das passt doch ganz gut. Ja, dahin. Dann müssen wir hier auch nicht mehr großartig kämpfen. Der Nuklearschlag ist jetzt hier einfach billiger als ein Griffin Airstrike. Dann haben wir das auch. Ihr seht, hier mit Nova könnt ihr easy die Schlösser nehmen. Euch immer alles den Weg da einfach freikämpfen. So. Ich lasse nur Nova jetzt mal hier. Und, ja, und ein Goliath. Super. Ein Goliath hängt fest. Ich habe noch zu wenig Liberator. Homer das auch.
dem Schloss auf der rechten Seite näher ich mich von unten. Dann habe ich nämlich immer den Durchgang von diesem Schloss auch zu dem unteren Schloss. Mann, ey. Super nervig. Psy-Invest jetzt und Ravens. Einfach nur ätzend. Tatsächlich wollte ich die Verteidigungsdrohne nicht ziehen, aber gut. Seht ihr das ständig? Einfach immer und immer wieder werden die ganzen Schlösser und alles angegriffen. Hier kann ich ja wieder mit dem Airstrike arbeiten. Ich habe genug Minereien dafür. So, das sieht ganz gut aus. Dann möglichst hier unten am Rand. Ja, ist nicht mehr so viel Damage übrig, den man dann bei dem man Angst haben muss. Boah, der Hybrid hatte gerade die Defense Matrix. Wie mies ist das denn? Ja, die Hybriden, diese Caster Hybriden, die machen immensen Damage. Die tun richtig weh. So, mein Mitschritt ist diesmal auch da. Mittlerweile hat er auch die Upgrades für seine dunklen Templer. Er sollte nur nicht zu viele dunkle Templer bauen. Ich sehe auch noch ein paar Zealots, also. Er spielt echt nur Bio, ne? Das ist echt Kacke. Also, Vorasun hat wirklich lächerlich, lächerlich starke Armeen. Naja, seit dann, man spielt so wie er hier. Die Armee ist halt einfach nicht optimal. Ich meine, gut, sie kann funktionieren, aber sie ist einfach nicht optimal. So. Die holen wir uns. Mein Mitschotter hätte da bleiben sollen. Zeitstillstand, okay. Naja, macht es für mich leichter zu treffen. Dann ist das auch erledigt. Wir sollten uns jetzt mal um das Bonus kümmern. Also jetzt ist so der Timer, wo man normalerweise diese Map gecleant hat. Aber wir haben am Anfang echt ein bisschen Zeit verzögert gehabt. Einfach, ich nehme jetzt noch Ghost dazu. Sieger müssen kurz raus aus meiner Armee fliegen. Gut, 4 Damage rausgenommen. Ja, es ist ein Ghost gerade gestorben. Gut, dass es ein Ghost war, weil durch den Ghost hat man natürlich den Vorteil, Vorasuns Emergency Recall sorgt dafür, dass die Einheit dann nicht stirbt. Mann, ey. Überall rote Wellen. Also je länger die Runde dauert, desto ätzender werden auch einfach die Wellen. Ihr seht, dass ja auch so viele Seeker-Missiles. Und schon wieder der Ghost getarget. Stalker machen einfach lächerlich wenig Schaden. Gegen Liberator und schwere Schlachten sind die einfach schlecht. So, jetzt müssen wir eigentlich nur das letzte Schloss nehmen. Haben wir die Runde trotzdem geschafft. Ich softe ein bisschen auf. Ich habe auch mal wieder einen Nuklearschlag.
Wir kriegen ja auch gerade Nuklearschläge bei uns rein. Aber die werden. Oh, das war Mist. Ich dachte, das wäre weiter. So, nicht mehr viel übrig. Ja, die Nuklearschläge werden alle auf die Basis meines Mitstreiters gehen. Weil er seine Basis so weit nach vorne gebaut hat und von da aus kommen dann immer die Ghosts. Das heißt, da muss ich mir gar keine Gedanken mehr drum machen, da muss er sich drum kümmern. Da ist auch schon wieder ein Ghost in seiner Basis. So, jetzt muss er nur hier zu mir kommen und das Schloss einnehmen. Der rote Punkt rechts, den können wir ignorieren, weil er nicht mehr in der Zeit kommen wird. So. Komm einfach her, Mann. Jetzt komm einfach zu mir. Es kann nicht wahr sein jetzt. Ja. Super. Das ist nicht sein Ernst, wirklich nicht. So, jetzt nehme ich das Schloss. Er hätte einfach zu mir kommen können, er hat seine gesamte Armee verloren. Seine gesamte Armee in dem Kampf dort oben in der Basis, die man nicht bekämpfen muss. Super. Großes GG dafür. Ihr seht ja, seine ganze Armee hat halt keine Lebenspunkte mehr. Nur noch den Schild übrig. Das ist auch übrigens seine gesamte Armee. Mehr ist nicht übrig. Also wie man auf der Map so hart fehlen kann, weiß ich nicht. So, jetzt bitte einfach dahin kommen. Meine Güte, ey, so schwer ist das nicht. Ah. Mein Ghost darf nicht nochmal sterben. Emergency Recall ist gerade für ihn nicht aktiv. Ja. Seine Basis wird zerlegt und zerlegt und zerlegt und zerlegt. Na gut, dann helfe ich ihm mal hier. Gerade eh nichts zu tun. Zwar ein bisschen übertrieben, aber ich habe so viele Minereien. So, wenn er jetzt nicht langsam herkommt, haben wir. Er kommt einfach nicht, ne? Er läuft unten durch die Basis schon wieder in die Welle rein. Ja, er hat halt keine Stalker. Jetzt baut er zwei. Der hört nicht auf, da zu kämpfen. Jetzt cleanen wir das kurz. Damit er auch endlich aufhört, und dann können wir jetzt die ganzen Scheiß wieder von vorne machen, denn jetzt haben wir wieder zwei Schlösser, die wir freikämpfen müssen. Ja. Oh Gott, ey, das ist so schlecht hier. Jetzt ist das auch rot. Wir hätten wirklich nur gerade das letzte Schloss einnehmen müssen. Sorry, Mate, dafür kann ich mir auch überhaupt nichts kaufen, ne? Wir sind jetzt bei 26 Minuten, diese Map cleant man bei 15 bis 18. Das ist so ein Mist hier, wirklich. Und er kämpft da oben einfach weiter, er hört nicht auf, seine Armee wegzuwerfen. Das ist sehr faszinierend auf jeden Fall mal, war was Neues. Auf jeden Fall mal was Neues. Man lernt ja nie aus, ne? So, jetzt können wir das Schloss da oben wieder freikämpfen. Oder halt erneut einnehmen. Und weil mein Mitstreiter nun mal auch mittlerweile einfach keine Armee mehr hat, die sich wirklich Armee nennen kann, sein DPS furchtbar ist, ihr seht das ja hier, kommt permanent. Wir müssen also hier ständig stehen, ja. Mit zwei Träger. Oh.
Als ob die es gewusst hätten. Ihr seht das ja, der DPS ist furchtbar, er braucht ewig. Ich habe schon wieder einen Nuklearschlag. Es ist lächerlich, wie weit die Schlösser schon überladen sind. So, jetzt darf ich mich um diesen Punkt wieder kümmern. Mein Schild hat mittlerweile gar keine Armee mehr. Boah, das ist so nervig. Die kommen jetzt natürlich von allen Seiten, das ist klar. So, jetzt einfach dieses Schloss killen. So, er reagiert. Wow. Ich setze jetzt hier mal Einheiten hin. Die lasse ich einfach hier. Was habe ich denn? Ich habe genug Platz für zwei Liberator und einen Raven, dann mache ich das auch so. Die können hier gegen Sky Terran so zumindest ein bisschen ihren Job machen. So, und jetzt einfach wirklich hier bleiben. Mein Gott, ey, das war richtig schlecht. Also, gegen Sky Terran, wenn ihr Warzone spielt, ist es extrem gut, dass ihr eine Mischung aus Void Race oder halt auch sehr, sehr viele Korsaren spielt, weil ihr könnt mit den dunklen Löchern, also mit den schwarzen Löchern, könnt ihr das Ganze zusammenziehen, dann verlieren die ihre Rüstung oder machen die immensen Damage, die Korsaren, weil sie so einen kleinen AOE haben. So, wir haben es gepackt. Also, das ist auf jeden Fall ganz okay. Ja, finally, es ist nur deine Schuld. So, das heißt, ihr habt so ein paar Dinge, die... so ein paar Comps, die super gut funktionieren. Ihr könnt auch Korsaren und Void Race zum Beispiel kombinieren, weil die Void Race stark sind gegen schwere Kreuzer, also alles, was gepanzert ist in der Luft. Und ansonsten habt ihr die Korsaren, die ziemlich gut sind, Luft gegen Luft. Und ein paar dunkle Templer auf dem Boden. Das reicht. So, ihr könnt auch ein paar Stalker nehmen oder sowas, aber in der Regel würde ich dann dunkle Templer nehmen, um den DPS auf dem Boden zu haben. Und dann habt ihr eine gute Armee. Aber das hier war Katastrophe. Spielt nicht diese Stalker. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.